mit unserer Karriere. Turnierpreis geht 2,1 Millionen, haben wir jetzt gekriegt für den. Aber die Kohle ist aber noch nicht, wahrscheinlich noch nicht drin gebucht, ne? Da könnte man tatsächlich vielleicht den einen oder anderen Transfer zu machen. Ich glaube, der ist noch nicht gebucht, das Geld. Ne, wir haben immer noch 300.000. Alles klar. Okay. Dann machen wir es in der nächsten. Versuchen wir es in der neuen Saison, den einen oder anderen Spieler zu verpflichten. So, weiter geht's weiter in Aue. Beziehungsweise gegen Aue. Ich weiß gar nicht, ob auswärts, ja, tatsächlich. Und dann kommt Osnabrück. Gehen wir an ins Match. Jetzt können wir tatsächlich voll auf die Saison konzentrieren, auf die Bundesliga-Saison, also die zweite Liga-Saison konzentrieren. So ein bisschen im Hinblick. So, deswegen wieder Petersen heute mal von Beginn an ran. Mal ja auf die offensive Position. Pinto darf auch noch mal ein bisschen. Ja, wir haben ja einige Spiele, die noch nicht so ganz zu 100% fit sind. Deswegen werden wir heute ein bisschen rotieren. Ihr kennt das ja mittlerweile von mir. So, jetzt habe ich noch einen Rechtsverteidiger. Ich habe doch bestimmt noch irgendwie einen. Da ist noch einer. Ujino, der ja den Verein verlassen wird. Deswegen heute mal der Wechsel auf Heinrich, der heute. So, Kota darf heute mal von Beginn an ran. So. Rohr raus. Also zumindest, ich rotiere gerade so ein bisschen. George geht lieber auf die, geht erstmal wieder auf die Bank. So. Gut. Einfach mal ein bisschen durchrotiert. Gehen wir rein ins Match. Gegen. In Aue. Heute wäre es egal, wenn wir verlieren würden. Wir haben den Titel klar. Und deswegen komplett frei aufspielen. Thema erledigt. Auf geht's. Völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn ihm winkt ja bei einem Tor der neue Torrekord in der Liga. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wir zeigen es Ihnen live bei. Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich bin Wolf Fuß und ich darf das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und heute sind wir zu Gast bei einem Das wird wohl Ligaspiel. noch. Klingt nach richtig interessantem Fußball. Jo. Es kann losgehen, alles Auf ist ins bereit. Erzgebirge. Alle stellen sich auf ein echtes Highlight ein. Aue will ja noch aufsteigen. Die müssten heute nur gewinnen. So, unsere Jungs schwören sich ein. Wie gesagt, es ist quasi mehr oder weniger die zweite Truppe so ein bisschen durchrotiert, um einfach auch mal Spielern die Chance zu geben, die bisher noch nicht gespielt haben oder nicht allzu viel gespielt haben. Jetzt dürfen wir ja, jetzt haben wir es eben klar, wir sind seit dem letzten Ligaspiel.
Meister gegen Oldenburg geworden. Und jetzt heißt es in Auer den nächsten Schritt machen. Wie gesagt, ein bisschen Selbstvertrauen holen für das Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen. Heute ist es, wie gesagt, komplett frei. Natürlich will ich das Ding gewinnen, das ist klar. Mal schauen. Ja. Bayer! Da hätten sie in Führung gehen müssen. Sehe ich ganz genauso, war natürlich eine Riesenchance. Der muss sitzen eigentlich, mehr oder weniger. Uiuiui, der hat sich schön weggedreht noch. Sonst wäre das 0:1 gewesen nach 5 Minuten. Aber leider, sagte, haben wir das Glück nicht dabei. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Er könnte heute zum Rekordmann aufsteigen. Genau, das ist seine erste Saison. Dann hat er den alten Rekord geknackt. Gut möglich, dass wir das heute schon feiern können. Jo. Und da war tatsächlich die erste gute Situation, die erste gute Chance. Carvalho. Er zieht ab. Carvalho, nur eins. Wichtig, dass sie hier früh das erste Tor machen. Sie setzen damit ein Zeichen, haben hier erstmal alles im Griff. Pedro. Boah, da hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Was er kann, ne? Zum Tor, sehr, sehr druckvoll, ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Pedro Carvalho aus Brasilien mit seinem zweiten Saisontor. Der kann vielleicht auch mal ein ganz großer werden. Ersten Treffer, jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Hämmerich. Kann jetzt über. Heide, Entschuldigung. Heinrich. Heinrich, ja. Heinrich, doch, war richtig. Ich hab nämlich auch Hämmerich. Sie können den Ball erstmal ablocken. Und Sie können Meier! Erten! Doppelschlag, da ist es. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. Zwei Tore Führung jetzt. Boah, was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Dann kann er nichts halten, der Männer. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Also, damit hat er sein 28. Saisontor. Happy. Morgala, super gemacht da. Ah, das war ein bisschen zu. Das ist die Chance. Guter Block. Aber zu schlecht. Ein bisschen aufmachen. Zu überhastet da hinten gespielt. Ganz knapp. Nils Petersen. Petersen? Ja, Schiri, der hat schon gelb. Das ist gelb geben. Oder gibt ne, rot wird er nicht. Naja, gelb ist okay. Schon, das war gelb. Ich wollte gerade sagen, rot wird er nicht geben. Absolut vertretbar. Beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. Ui, ja. Das war eng. Der Ball zischt über die Latte. Von Ajax geholt. Ja, schön. Ein bisschen abgeblockt. Aber nicht. Ja, Tashi. Das Scheitern Sie am Keeper war eigentlich eine gute Gelegenheit, aber das war stark gemacht. Die Gäste kontrollieren den Ballbesitz. Und ja, schöner Ball auf Kaval, ja, Pedro. Spielerische Überlegenheit. Oh, warte, was für eine Schade. Chance. Die können sich befreien. Ich kann nicht an den Verteidiger hinten vorbei. Ich wollte da eigentlich hinterlaufen. Dann noch. Erstmal abgeschirmt. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Na, da machen sie zu wenig. Schön gemacht, Morgala. Ball ist weg. Ja, der könnte. Jetzt der Steinpass. Pedro. 3-0. Jetzt Petersen. Sie sind mit drei Toren vorne. Wieder 34. Minute. Die zweite Drehung macht zwar einen kurzen mit Auer, was sie wollen. Aber wenn er aufsteigen eigentlich noch dazu hätte er später die gewinnen müssen, aber es sind halt 34 Minuten und steht 0:3, aber ja, vielleicht
Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann machen sie es eigentlich. Wir haben schon mal gegen ein Team 3-0 geführt und dann sind wir fast noch komplett eingebrochen, nachdem es 2-3 am Ende ist. Ganz entspannte Minen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß. Der Meister jedenfalls macht seine Aufgabe, seine Hausaufgabe. Lässt sich nicht lumpen, sondern macht seine Situation. Macht sein Ding. Petersen. Und der hätte auf 0-4 nach 38 Minuten stellen können müssen. Ja, der muss drin sein. Lass da gut den Verteidiger auf. Und jetzt haben sie den Ball. Das ist abseits. Ich wollte gerade durchstehen. Sagen, ein vermeidbares Abseits. Ja, aber das ist gut. Ist passiert. Da müssen sie natürlich warten, bevor sie den Ball spielen. So. Ja, geh doch. Geh doch damit durch. Pedro. Kein Abseits. Doch. Abseits. Ah, das war eng. Das war knapp. Da hat er ein bisschen gezögert, weil den hätte er direkt gehen müssen, den Weg. Dann wäre es möglich gewesen. Bisschen zu lange und zu überhastet. Das wird Einwurf geben. Also Einwurf vor uns, okay. Statt Einwurf vor Auer. Ulrich. Schön. Nils Petersen. Ja, keiner, der jetzt so weit geht. Schön. Ulrich. Maja, vier. Wieder Mendel, der das nächste Ding verhindert. Ecke kommt ins Zentrum. Auf der Linie rettet er. Um ein Haar das Tor im letzten Moment zur Stelle. Ja, wenn der Keeper da nicht verhindert, dann steht es hier 0-4. Also der verhindert jetzt mehrmals das Gegentor. Dann werden sie heute die Meisterschaft feiern können. Und das wirklich schon heute. Das wäre ein Riesenerfolg. Aber wir sehen ja, es ist wirklich eine klasse Mannschaft. Die hätte sich diesen Erfolg auch verdient. Sie müssen jetzt nur konzentriert bleiben. So, auf jeden Fall Aufgabe nochmal bisher bravourös nach Hause gefahren. So, weiter gibt's. Halbzeit Nummer 2. Ja, wieder Ulrich, der gut dazwischen geht. Also, Auer kommt momentan überhaupt gar nicht wirklich. Nils Petersen. Kommt überhaupt. Ach, Schiri. Ach. Jetzt müssen wir spielen müssen. Weg ist der Ball. Bushido. Der den Verein ja verlassen wird. Das ist schon fix. Sie haben da Platz auf den Flügel. Und da vielleicht doch nochmal. Sie nehmen den Wechsel vor. Ecke Kopf. Ja, sie bekommen alle den Ball nicht weg. Petro! Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei. Oh, keine Probleme. Auch durchaus mal probieren. Da nimmt er ihn den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Aber der steht halt richtig. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Fängt den Ball ab, Petro. Tolle Steilpass. So, der Ball ist erstmal weg. Ja, kommt nicht rum. Aber holt sich den Ball wieder. Kommt da, geht danach und war da in Bedrängnis, waren sie gut. Ja, schade. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Super dazwischen gegangen. Ja. Langsam wird's gefährlich, schönes Dribbling. Schade, im letzten Moment da gestört. Noch in die Hacken gegangen, dass er den nicht richtig absetzen konnte, den Schuss. Also sagen wir mal so, das 4-0 wäre mehr als verdient. Hab dich. Maja. Maja. Heinrich. Und wieder einer, der dazwischen geht. Also sie verhindern jetzt gerade so ein bisschen das Kollektiv auf 0-4. Aber das wird wahrscheinlich früher oder später noch fallen. Aber mal gucken. Und deswegen ist es halt so. Dann hätten wir alle drei Tore in der ersten Halbzeit gesehen. Bis jetzt haben wir noch. Da ist er alleine. Oh, Schreck. Sam Schreck. Ganz spannende Szene. Halbkota.
Wir sehen den Wechsel. Er geht in den Strafraum. Ecke kommt. Rutter hat das Ding. Er ist sicher bei dieser Ecke. Und hat damit der beide Ball da vorne. Ist aber. Oh ja, er kommt zurück. Shikora. Jetzt können sie es machen. Sehr gut gemacht. Perry. Weltklasse. Seine Grätsche. Gute Chance jetzt. Da haben sie die Chance. So wird das Kota, zweimal. Gut, das ist gehalten. Harte Aktion. Ist das vielleicht sogar rot? Glatt rot. Ich glaube, die sehen so langsam wirklich den Schlusspfiff vorbei. Der Spielstand spricht eine deutliche Sprache und jetzt auch noch das. Ja, okay. Wieder so eine blöde. Es ist eine richtige Entscheidung. Und ich die rote Karte muss er nämlich auch abpfeifen. Jetzt kommt der Wechsel. Krass. Pfeift er mal kurz im. Wie wird er entscheiden? So, gibt er den Nächsten, der sagt jetzt erstmal, mach Piano, sonst fliegst du als Nächstes, hat er bei dem Marcel jetzt gesagt. War aus meiner Sicht wirklich gelbwürdig. Der Ball holt er, gut verteidigt. Schönes Ding, schön wieder zu spielen. Pedro, wieder Pedro, der jetzt mehrmals. Die Chance hier. Und jetzt ist das 0:4 durch Meier. Leeres Tor, so einfach dürfen sie es. Und das war sehr simpel rausgespielt und der Pedro wird noch richtig Spaß machen. Der wird noch definitiv da ordentlich Spaß machen auf der rechten Seite, wenn der Sterner geht. Wenn sie es ihm so leicht machen, dann fällt das Tor. Sehen wir hier nochmal sehr schön. Alles frei, keine Mühe. So, ja, es war jetzt auch ehrlich gesagt kein Kunststück mehr, das Ding da reinzubauen. Die Vorwärts war klasse, aber der Torabschluss, der war kein Problem. So, jetzt wechseln wir ein bisschen durch. Damit wir halt, wie gesagt, viele Spieler bekommen, die ein bisschen durch sind. So, eigentlich müssten sie alle jetzt dabei sein. Wir können noch mal wechseln. Haben wir sie durch, aber komplett. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist so fast vorbei. Also das 4-0 ist definitiv äußerst überfällig gewesen. Riese. Es ist haushoch verdient, dieser Sieg. Gut. Der dritte jetzt in Folge, der unter Dach und Fach ist. Gut verteidigt. Ich spiele das ganze Ding jetzt normal zu Ende. Schönes Zuspiel. Und das ist Pfenniger nochmal. Macht der auch noch seine Bude? Nein, macht er nicht. Ah, schade, der hätte Fuß reinhalten müssen. Dann wäre es 0:5 gewesen. Der Junge, der Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Ja, die Idee war so, durchaus eine gut. Minute kriegen wir hier noch oben so, drauf. Jetzt pfeift ab, Schiri. Gut. Das könnte die Gelegenheit geben. Happy. Und das war 0:4. Jetzt ist dieses Spiel hier zu Ende. Und damit kann sie nun endlich losgehen. Das ist die Meisterschaft. Das ist der Titel. Jetzt dürfen wir gratulieren. Und die Trophäe war schon vorher klar. Im nächsten Heimspiel. Und das wird dann nochmal ein echtes Spektakel. Zu Hause, vor den eigenen Fans. Und ich bin mir ziemlich sicher, da gehen jetzt die Planungen los. Das wird ein Riesenfest. Wir können diesem Team nur gratulieren. Was für eine Leistung, was für eine überragende Leistung. Der Fünfer von Aue, der kommt eigentlich aus Basel. Das ist Bota Burger, der auch durchaus mal zu empfehlen ist. Den haben sie, glaube ich, wieder ausgeliehen oder gekauft. Den haben viele tatsächlich mitgeholt oder holen viele tatsächlich, um den aufzubauen. Also der ist gar nicht so schlecht, der Junge. Nur so nebenbei. Sie können den Ball erstmal ablocken. Der erste Blocker und dann ja das Tor von Meier. 0:2, da war sein Rekordtor. Wie gesagt, der ist gerade mal, glaube ich, 18 Jahre alt. Den habe ich nämlich aus Belgien gescoutet. Hat überzeugt. So, Essen unter 60 München 2:2. Für Aue ist es wahrscheinlich der Aufstieg gewesen. Die werden nächste Saison in der dritten Liga spielen. Das haben wir nämlich heute mehr oder weniger bravourös erledigt.
So. Grandioser natürlich. Ein super Auftritt von ihm. Ihr habt es heute auf jeden Fall sehr gut gemacht. Zweite Mal in Folge, 4 Tore. Ja, wie gesagt, auch die rote Karte, die hat durchaus mit uns noch ein bisschen in die Karten gespielt. Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Truppe. Definitiv. Allgemein über die ganze Saison. Vielen Dank. Gut, das war dann das Duell mit Erzgebirge Aue. In der nächsten Partie, ihr seht das schon, geht es weiter mit dem VfL Osnabrück. Wir haben noch kurz mal eine Nachricht dran, die wir noch reingekriegt haben. Das war zwei gute. Das ist Bock, Jurassic. Ja, mag für 400.000. Bisschen Kohle reinbringen. Weil jedes Geld hilft uns, um die Karte für die neue Saison aufzubauen. Ein bisschen Kohle haben wir ja schon reinbekommen. Ich stehe für Pokal. So. Ich gucke gerade, was nochmal wegen. Ich habe ja noch den Jungspieler geholt. Den habe ich ja noch rübergezogen. Den habe ich aber nicht im Kader, sondern den habe ich ja. Noch ein bisschen, hier ist er nämlich schon. Den hätte ich gerne im Profi. Noch zu jung, der ist 15. Ja, okay, der wird definitiv noch hier. Kazuya Ono, definitiv, der wird irgendwann nochmal, könnte nochmal ein Superstar werden. Hugo Ferreira, nehmen wir den mal zum Profi befördern. Und dann hat man zumindest nur keine Kandidaten. So, guck mal die Teamzentrale. Die Verträge laufen aus, ich weiß das. Perry zum Beispiel, aber ist ja nicht so, dass wir da irgendwann mal Ersatz kriegen könnten. Perry wird dann zurück nach Dings gehen. Wahrscheinlich nach Ajax gehen. Also wir werden auf jeden Fall eine Möglichkeit haben. So, ein bisschen im Hinblick auf die neue Saison. Transferliste, Transferverleihliste. Der wird definitiv bleiben. Horn, der ist ja plus 5 gegangen, also 26er Bewertung, also der ist echt stark geworden. Genau, Kemmerich. Genau, er wechselt nach Cluj. Er bleibt. Es sind viele Spieler, die jetzt so ein bisschen ausgedünnt werden, den Kader auf jeden Fall mal ausdünnen. So. Genau. Ja, der bleibt mit der 7, ist klar. Wird okay sein, er wird gut sein. Eckloff bleibt. Ulrich ist wie gesagt noch ausgeliehen. Leider ist es nicht so, dass der Transfer seine Kaufoption drin ist. Aber wie gesagt, da war Ersatz. Er wird für 2 Jahre noch bleiben, aber wird halt hoffentlich mal immer gekauft. Ich werde mit der RB verhandeln wegen ihm, wegen 4,5 Millionen. Die will ich auf jeden Fall mal ziehen, die Option. Petzold wird wahrscheinlich im letzten Spiel dann im letzten Ligaspiel nochmal sein Debüt für uns feiern, damit er dann auch nochmal gebührend verabschiedet wird, wie einige andere auch, die den Club verlassen werden. Gut, in der nächsten Partie geht es dann weiter mit dem Duell gegen den VfL Osnabrück. Bis dahin, tschüss.